Kann ich noch pre-inkern hier? Also bringt natürlich hier eigentlich nicht viel, ne? Weil wenn eigentlich am Anfang immer die Mobs hochzieht und die pre-inker eigentlich komplett wasted ist, aber so fürs gute Gefühl kann man es machen, oder? Was meint ihr? So. Ach, der ist einer von denen, ist in deiner Gilde? Also, das, was der Rogue da macht, würde ich nicht machen, sagen wir es mal so. Die blöden Pfützen, ne? Ich sag's euch. Aber die wollen wir jetzt nicht adden. Dum, 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 dum. Eigentlich, ich habe mir mal überlegt, bei denen kann ich eigentlich immer Inker ziehen schon, weil bis du dann drin die großen Packs hast, ist es eigentlich wieder ready. Eigentlich. Jetzt schauen wir mal, was die an Schaden so machen, ob die irgendwie krass sind. Na gut, bin schon über dem Dings, ne? Okay, jetzt haben sie sich geraffelt. Ist da das zweite Ding? Nochmal im Auge drin. Und ich habe schon hier die Divas. Ja, du bist, glaube ich, an den Pillar rangekommen, ohne dass du die einen triggern musst, ne? Meine ich. Ach ja. Also wenn du... Okay. Alter, wenn die Leute davor stehen, dann kannst du es aber nicht anklicken. Das ist so nervig. Ach, die Spinne macht ja hier diesen Giftscheiß, ne? Okay. Du musst sie halt nicht reinziehen, ne? Das kannst du machen, aber es ist halt... Du skippst ja damit nichts. Jetzt musst du ewig warten, bis die Spinne da rankommt. Also, weil die... Also ich hätte es jetzt eigentlich einfach an der Stelle gemacht. Easy going. Weil die Mobs sind ja hier nicht da, ne? Musst du dann bloß immer ewig interrupten, dass sie rankommt. Das dauert viel länger jetzt. Leute, lass sie doch einfach da umhauen und fertig ist. Vor allem, wenn du die Kleinen da hinten gemacht hättest, dann hätten wir ganz easy die aus der Blutlache rausgekriegt. Ist halt immer noch ein Kleiner da. Oh, dieser Slow. Das ging jetzt hier unter die Treppe durch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch drin gestanden bin, aber wahrscheinlich schon. Das ist die Frage, sind die Blutpatches noch da, wenn du in der anderen Phase bist? Ich glaube, ich hatte da tatsächlich noch nie die Situation... dass ich mit diesem Bluteffekt und hier dem, ne, von der, okay, die sind weg, perfekt, von der neuen Season, dem gespielt. Ja, du musst auch das Ding hier drücken, okay. Sonst passiert hier nichts. Eigentlich hätte auch schon einer reinlaufen können, es direkt aktivieren, ne. Ja, siehst du, meine Inka ist schon bald wieder ready. Einfach mal wegdrücken. Er muss das halt einmal ausheilen, ne? Das ist halt immer... Salbe wollen wir auch nicht. Da kommen sie, die Kleinen. Der kann ja jetzt eigentlich nichts. Ich pull die schon mal ran hier. Hey, warum rennen da noch zwei weiter? Ernsthaft? Ach. Die erden die jetzt, ne? Ja, schöne Scheiße. Hey, es ist aber hier nur einer gekommen. Alles klar. Ja, aber gut. Okay, da wird da eh einer reingeführt. Hier gut, ne? Da habe ich gleich wieder alle CD für die nächsten. Ich versuche die jetzt mal ein bisschen da wegzuziehen. Dass ich da gleich nicht die Blutlachen habe. Dass wir die hier so ein bisschen hinten ablegen können. Bisschen da. Okay, das war jetzt, war doch jetzt ganz dankbar. So, jetzt wämsen wir da mal rein, oder? Würde ich sagen. Ich bin bei 200k DPS.
War mal die Zwielichtsverwüstung rein. Eigentlich will ich das auch noch reinhauen, Anima, aber im Moment sieht's. Komm, bitte kick das. Okay, das hauen wir nämlich jetzt mal rein. So, ich muss die jetzt dann mal ein bisschen auseinanderkriegen, ne? Die Mobs, vor allem die Caster. Okay. Passt. Bei den Caster kriegst du ja da nicht weggezogen, deswegen bin ich jetzt da ein bisschen weggelaufen. Aber am Ende von dem Kampf trotzdem nur auf 90, ne? Alter, was macht denn der Monk eigentlich? Bei 4 Mobs ist der bei 50k DPS, ernsthaft? Wie kriegt man sowas hin? Die haben doch alle Gear, die Leute, oder? Der Monk hat 469, weiß ich nicht. 50k STD schaffst du doch bei 4 Mobs, da schaffst du doch gut was mehr eigentlich. Im Normalfall. Ich schon bei 90k bin gut, ich habe da jetzt CDs reingedonnert. Okay, das müssen wir mal interrupten. Ich will immer meinen Typhoon nicht benutzen, falls einer falsch down geht, dass ich dann noch Typhoonen kann. Okay, aber das sah jetzt ganz gut aus. So, der Boss müsste ja relativ schnell gehen. Nicht, dass wir dann hops gehen. Nebenbei muss ich noch ein bisschen hier meine Haargeschäfte machen. Achso, na gut, ich hätte Pulltimer schmeißen können, ne? Egal. Heiler hat Mana, oder? Sieht auch gut aus. Also wenn er in der Zeit nicht... Okay, wir haben keinen, der HT drückt. Warte, wir haben keinen Boss-Buff, ne? Ich kann eigentlich stehen bleiben. Ja, easy. Zieh ich halt mal HT für die Gruppe. Ich habe hier dieses Leder-Item. Das war am Anfang echt ein Scheiß, weil du es nirgends benutzen konntest. Du konntest nur in der Open World benutzen. Und ich muss jetzt sagen, da am Anfang fand ich es übelst scheiße. Und dann haben sie es gepatcht. Und jetzt kannst du es überall benutzen. Und da muss ich sagen, ist es halt echt stark. Weil du kannst immer überall HT ziehen. Ne? Also du hast immer Rollen dabei. Das ist eigentlich schon cool. Gut, die Rollen sind jetzt auch nicht teuer. Man könnte sich auch einfach welche kaufen. Das ist schon klar. Aber ich denke mir halt... dann musst du, also dann vergisst es halt nicht, ne? Das ist halt genauso praktisch wie diese Endlos-Rune. Ich wünschte ja, es würde auch wieder eine Endlos-Flask geben. Und was noch ganz cool wäre, Endlos-Pots gibt es ja bei der Kampfgilde theoretisch auch, ne? So Endlos-Pots, aber die kannst du halt nur in der Kampfgilde benutzen. Der lässt mich immer so kurz unter 90, ne? Dass ich die ganze Zeit mit diesem Blutungstick nur ein bisschen runterticke. So unnötig. Seht ihr das immer so kurz? Ah, hier, 90, 87. Das ist halt so dumm. Ich stack halt dann die ganze Zeit weiter hoch. Jetzt habe ich 3 Stacks, obwohl er mich nur um 1% hochheilen müsste, um dann halt ewig viel Schaden die ganze Zeit zu vermeiden. Stehe ich dann halt manchmal nicht so ganz. Deswegen hasse ich diesen Healer-Fix mit Randoms-Leuten zu spielen, weil wenn du dann einen Heiler hast... Also hier ist jetzt nicht schlimm, ne? Brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Also da sterb ich jetzt nicht dran. Aber... Aber, also, ne, der macht's ja ganz gut, der Heiler, da kannst du nichts sagen, aber es gibt andere, die, bei denen ist es halt extrem, die heilen dich halt nie hoch, du hast ständig 4 Stacks und das ist halt dann immer richtig ätzend. Okay, da sollte man vielleicht ein bisschen rausgehen. Ah, den will ich nicht, den Umhang. Die kriegen wir da aber auch schlecht rausgezogen, oder? So, dass ein bisschen mehr Platz haben, die Milis. Wenn er nämlich jetzt hier wieder durchdreht, der Dino. Aber die Ds killen den, killen die relativ gut zusammen, ne? Also das ist schon mal gut. Und jetzt rückt der Monk auch mehr. Okay, da müssen wir jetzt gucken, dass ich mein Knockback gut auf den König drauf haue. Okay. Jetzt muss ich sie knockbacken, dann hört nämlich der Shit auf. Die Heilung. Jetzt kommt halt der Mist nochmal. Der hat noch ein bisschen mehr. So, haben wir uns hier schon ein bisschen gevoidet. Ich hoffe, wir kriegen jetzt noch nicht gleich Platzprobleme. Weil ich weiß, die anderen Mobs, die... Die wollten auch noch ganz gerne... Warte mal, jetzt habe ich genug Zeit, meine Flasche hier aufzumachen, oder? Ah,
Doch, hat geklappt. Nichts ist ätzender, wenn du gerade trinken willst und dann geht's auf einmal richtig schief, ne, alles. Ja, das sind so Hardhitter-Mobs hier. Alter, kriegst du auf den Latz. Muss jetzt gucken, wie ich das mit den Poolen gleich mache, ob ich sie ein bisschen wegnock. Wenn der erste jetzt hier stirbt. Da ratscht die Zwielichtsverwüstung einmal richtig durch. Na, jetzt sind die natürlich da hinten gestorben. Das ist natürlich jetzt suboptimal. Und der Slow des Todes ist auch noch drauf. So halbwegs passt's. Achso, warte mal, den soll ich vielleicht nicht da töten, wo die Mobs sind. Dass wir den Blutbuff vielleicht irgendwo hier ablegen. So, sieht doch gut aus. Haben wir die Hälfte von dem Raum noch frei. Also eigentlich willst du King's Rest mit einem Ding nicht gehen, mit einem Trash-Buff. Also ich zumindest nicht, weil King's Rest eigentlich so die Instanz ist, wo der Trash am meisten raushaut, und zwar mit Abstand. Aber ja, es ist halt ein 15er Key, ne? Also dürfte jetzt eigentlich nicht so krass sein. Och nein, tut er da jetzt durch die Heal-Dings durch? Das ist nicht so geil. Oh, der wurde da reingenockt. Hohohoho. Habt ihr gesehen, wie er runtergetickt ist? 3%. Weil der übernommen konnte auch nicht gehealt werden. Holy moly. Also hier. Ja, fast schief gegangen, hä? Das wäre fast schief gegangen. Nein, ich versuche nicht Eisenfeld dauerhaft oben zu halten. Wenn du ganz defensiv gehen möchtest, kannst du versuchen, eine relativ hohe Uptime zu haben, aber einfach nur eine Uptime zu haben für nichts bringt auch nichts. Wenn die meisten Mobs Caster sind, ist es total sinnlos, Eisenfeld oben zu halten. Nur es bringt nur gegen Melee-Angriffe was. Und vor allem, es bringt manchmal mehr, einen Doppelstack oder einen Triple-Stack drauf zu kriegen. Also ein bisschen was zu poolen, als es konstant einfach immer oben zu halten. Ich weiß, es gibt so Leute, die schauen in Logs rein, denken dann, okay, was gucke ich beim Tank? Jetzt schaue ich die Active Mitigation Uptime. Ich will da keinem auf den Schlips treten, aber Leute, die nach der Uptime von der Active Mitigation gucken und danach einen Tank beurteilen, die haben meines Erachtens nicht viel Ahnung. Weil einfach nur die Uptime oben zu halten, macht tatsächlich wenig Sinn. Aber wenn du defensiv gehen möchtest, dann ist es natürlich nicht schlecht, wenn du es möglichst bei den Melee-Mobs immer oben hast, ne? Ganz klar. Jetzt hier in dem Content, der nicht sonderlich krass ist, benutze ich es nur dann, wenn ich weiß, dass ich gut Schaden kriege. Sonst spiele ich offensiv tatsächlich. Also sprich, benutze ich meine Wut nicht für die Active Mitigation, sondern für Zermalmen. Ja gut, jetzt hier im Feuerstehen ist auch nicht so nice. Vielleicht hätte ich ihn doch rausziehen sollen, ne? Naja, es ist jetzt nicht jeder hat so eine große Range wie ich, ne? Ich kann jetzt hier von außerhalb des Feuers den Mob hitten, aber das können tatsächlich gar nicht alle. Na, jetzt haut er nochmal so ein Patch hin. Ja, jetzt müssen wir den kurz ein Stück weiterziehen. Jetzt muss ich gleich mal gucken, ob ich hier das bei diesen Blutpatches, ob ich die alle pullen soll. Ich muss jetzt kurz was trinken, ich bleibe jetzt im Strahl stehen, egal. Siehst du, easy, der macht nicht viel Schaden. Oh, aber im Blut soll. Oh, das Blut, das haut rein, ne? Im Blut sollte man nicht stehen bleiben. Aber die spawnen gar keine Blut. Oder doch? Ja, fuck, da sind Blutpoole. Okay, scheiße. Ich dachte jetzt gerade, dass keine Blutpoole gespawnt werden, aber. Ja, die hat man bloß nicht gesehen, weil sie unter den anderen. Jetzt sind die halt alle übelst geslowt und heilen sich halt wieder hoch. Gut, das war jetzt vielleicht doch nicht so sinnig. Das hätte man vielleicht anders machen sollen. Alter, die sind halt zu Tode geslowt und heilen sich halt die ganze Zeit wieder durch die anderen Poole. Ja. Na komm, nehmen wir den Typen mit. Bis die da langsam runterrippen. War jetzt tatsächlich nicht so sinnig.
hätte jetzt auch den Umhang gerade ziehen können, aber ich dachte mir, komm, das packen wir auch so. So, jetzt würde ich die Leute rausholen. Hier, den Dude mal. Da habe ich halt 4 Stacks, ne? Aber du musst halt immer gucken, was du für einen Encounter spielst. Ob es notwendig ist oder nicht, ne? Zum Beispiel, jetzt habe ich gerade einen Doppelstack bei dem drauf. Ach, okay, er zieht einen Shroud. Das kann er willentlich pullt. Sekunden, dann haben wir T wieder ready. Komm, den knocken wir mal weg. Ach, der fliegt auch weg? Okay, ich dachte nicht, dass du den wegknocken kannst. Ich habe den Knockback jetzt hier für den Typen aus dem Jenseits benutzt. Komm, willst du jetzt mal... Ah, schau. Meistens reicht mir ein Knockback, dass er halt despawnt, ne? Weil er danach noch einen Slow drauf kriegt. Also, der Typhoon ist auch für die alte... oder hier für die Corruption-Fähigkeit tatsächlich relativ gut. Wenn ihr mit dem Typen spielt. Das reicht tatsächlich meistens. Musst du gar nicht großartig weglaufen. 3, 2, Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Also wir haben jetzt in ein paar Sekunden wieder HT. Ich weiß gar nicht, ob wir das bei dem Boss jetzt überhaupt brauchen. Ich glaube, ich zieh's dann lieber oben tatsächlich mal bei einem Trash Mob Pack. Oder? Wenn ich es jetzt hier ziehe, ist der Boss halt schon halb tot, ne? Jetzt hoffen wir mal, dass es nicht hier mitten reinhaut. Die Leute sollten sich halt... Es muss sich halt irgendwo hier jemand hinstellen von den Rangers, weil das wird immer auf die Leute gecastet, ne? Wenn jetzt hier alle in der Mitte stehen, dann werden wir jetzt hier gleich den Shit hinkriegen. Aber der Boss ist zum Glück auch gleich tot. Ja. Bad luck, es war jetzt auf mir. Jetzt hoffen wir, dass er drüben nicht mehr den Dings rausholt. Ja, die Farbe kannst du ändern. Mit der Frisur, die du wählst. Also damit kannst du deine Gestalt auch ändern. Also die Farbe von der Grundbärenform. Und die ich jetzt hier habe, das ist ja die vom Mage Tower. Weißt du was, ich ziehe jetzt einfach... Hallo? Warum geht denn das nicht? Ich habe jetzt hier einfach HT gezogen. Das ist jetzt so mittel-wasted, aber... Das sind nämlich die krasseren Gruppen tatsächlich. Deswegen... Ah fuck, ich habe einen zweiten Stack. Muss ein bisschen weg. Vor allem der andere Blutungsstack killt mich jetzt halt auch noch. Ich muss mich einmal ausheilen. Blutungsdeck haut mich jetzt kaputt. Alter. Ich hab mich jetzt schon da ganz hintergestellt. Nicht mehr viel passieren kann. Aber HT hat auch rumgebackelt. Warum auch immer. Tote müssen sie am besten umhauen. Ja, die ziehe ich jetzt ein bisschen hinter. Dass wir die Blutpatches, jetzt steht er natürlich da hinten, ich hoffe, der stirbt da noch, dass wir ihn ein bisschen zurückziehen können. Ihn kann ich, glaube ich, pullen, ohne dass wir ein Problem haben. Es ist jetzt halt, ja, ein bisschen eng da, ne? Aber wird schon gehen. Also da bleibe ich jetzt drin stehen zum Beispiel, weil ich ihn eh chargen kann. Achso. Dann kann man da nicht mehr durchlaufen, ne? Aber die despawnen, okay, das passt. Ich lasse ihn trotzdem da stehen, dann kann man ja hier vorbeilaufen und das wird wahrscheinlich auch gleich despawnen. So, und das müsste ich jetzt mit Skullbash einmal chargen. Aufbossen. So, funktioniert das. So, da la. Wenn du den weißen freigeschalten hast, also, dann kannst du die anderen Formen noch holen. Du musst, glaube ich, die Artefaktwaffe transmoggen, also den weißen Bären, musst du, glaube ich, drauf transmoggen. Und dann musst du halt die verschiedenen Aktivitäten für die anderen
für die anderen Farben machen. Und die kannst du nach wie vor in der Order Hall frei nachschauen, wenn du deine Artefaktwaffe angelegt hast. Und dann kannst du halt einfach gucken, was du da noch so alles machen kannst. Unter anderem gibt es halt die Möglichkeit, den Schwarzen zu bekommen über RBG. Da musst du, glaube ich, 20 RBGs gewinnen. Dann gibt es den Schwarzen. Oh, fuck it. Oh, da sind zwei von den Viechern gespawnt. Gerade noch reingezählt. Die Gruppen hier, die sind immer ätzend. Fuck, warum konnte ich nicht kicken? Habe ich jetzt noch die falsche... Ah, er ist da rüber geflogen, aber gut, das passt auch. Hier den Blob-Typen. Müssen halt die Augen hier weghauen. Dann ziehe ich ihn einmal komplett rüber. Weil die spawnen dann drüben dann auch wieder weiter. Warte, schauen wir mal in das Self-Heal-Ding rein, dass der Typ da mitdingst. Na komm, ich will dich weiter mit Mondfeuer. Seht ihr das? Mondfeuer, Mondfeuer, Mondfeuer. Haben wir einen Tod gemondfeuert. So. Die Leute sich dann immer so nah ranstellen. Er muss einfach durch alle durchchargen, ne? Also wenn der hintere sich einfach einen Ticken weiter wegstellt, ist das halt alles kein Stress. Alter, bleib doch stehen, Bro. Was ist mit dir? Dieser Rogue. Solo kann ich, schreibt er. Aber dann sagt es doch vorher. Jetzt schreibt er mir das, dass er Solo kann. Versuche mich dann halt immer in alle reinzustellen, dass sie halt nicht weggeschottet werden. Hütet euch. Das ist jetzt ungünstig. Der wird jetzt, da sollten die anderen Leute schnell rankommen. Umhang. Hütet euch. Oh, jetzt kommt halt hier nochmal das Ding. Nervig. Bleib ich jetzt kurz außen. Ach, okay, jetzt hat mich das Ding nochmal erwischt. So eine Scheiß. Ich hab schon wieder 4 Stacks drauf. Oh, warum kommt denn jetzt der Slow? Du willst gerade wieder reinlaufen, dann bockt dieser Scheiß Slow. Das ist doch unglaublich. Immer dann, wenn man es nicht brauchen kann. Die ganze Zeit prockt er nicht. Ja, da werde ich jetzt... Sollten sich die anderen auch noch... Oh, da ist ein Blitzding. Müssen die Totems machen. Ach komm, jetzt spawnt hier das nächste Teil. Jetzt kann ich da nicht mehr rangehen. Hütet euch. Also der Boss ist echt ein bisschen abfuck. Dauert halt 5 Jahre lang.
hat halt schon ein paar Fähigkeiten, die ein bisschen nervig sind. Die Geschichte ist, den einen Dude müssen wir trotzdem, also die eine Gruppe, da müssen wir trotzdem machen. Wir sind jetzt bei 91%. Die Gruppe müssen wir halt machen, da führt halt leider kein Weg dran vorbei. Wen haben wir denn jetzt übrig gelassen? Ist das der... Ist das... Ne, die Spinne haben wir gemacht, ne? Die Spinne ist eigentlich der Gammelmob, den du nicht brauchst. Halt gut, den musste machen. Hilft alles nix. Haben wir da alles halt zugeblutet, ne? Ich will den da nicht da hinten machen. Alter, warum muss denn jetzt wieder der Umhang hier? Ich laufe da jetzt nicht mehr raus, ehrlich. Die ganze Zeit musst du nicht moven. Kriegst, ich habe nie den Buff drauf und immer dann, wenn ich moven muss, krieg ich diesen scheiß Slow von dem Corruption Gear drauf. Ist ja gut hier. Weil die musst du sowieso machen. Also da, die kannst du nicht skippen, die Mobs. Ach shit, ich dachte, ich hab den gedrückt hier. Kann es da blöderweise nicht rausgehen, sonst kann ich die ganzen Mobs nicht mehr cleaven. Muss ich im Auge durchziehen hier. Aber wir haben ja meine Heilungen. So. Der müsste genug bringen, oder? Ja, das müsste eigentlich ausgehen. Wir sind bei 98%. Haben die da jetzt HT gezogen? Warum? Na gut, es ist Trash-Buff, aber... Also hier, jetzt habe ich gerade Active Mitigation gezogen, ne? Das war der größte Schwachsinn überhaupt, weil hier kriegst du nur Magic-Schaden. Zum Beispiel, also so, das ist so ein Mob, wo du es gar nicht ziehen brauchst. Naja, wenigstens haben wir die volle Duration ausgenutzt bei dem Mob, ne? Fast sogar. Ja, genau, bei einer Sekunde gestorben. Ja. War vielleicht doch nicht ganz so wasted. Sie halt... Ja, gut. Der Mob kann schon nervig sein. Komm, ich hau sogar den Pot rein beim Endboss hier. Sind wir so frei. Jetzt haben wir halt beim Endboss keine AT. Bisschen schade. Der kann nämlich auch manchmal ganz nervig sein. Wenn die Leute das Zeug nicht richtig raustragen und so. Oder sich wegscheppern lassen, hier mit dem Zeug, ne? Auch schon Sachen gesehen. Ach. Oh, jetzt bin ich zur Wüstung genau in den Raptor reingegangen, hab ihn anaggroen können. Fällt mir jetzt nicht, aber es hilft ja nicht. Alter, also wenn zeitgleich, ne, er mit seinem Ulti-Spec da reinhaut und dieses Viech in mich reinläuft, das ist halt schon ein bisschen ärgerlich. Und dann haut er schon ganz gut rein, tatsächlich. Komm, den Bomben jetzt noch. Ich
Zum Beispiel bei so einem Cast, ne, den er reinhaut. Ach, der Heiler, komm. Was ist mit dem Heiler los? Hat der nicht gerackt? Der hat fast keinen Mana. Na, toll. 13% hat er. Ja, gut, ne? Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet. Aber der ist halt auch immer eine Katze, da siehst du es halt nicht. Aber ich habe einen Pull-Timer und alles gemacht, also er hätte eigentlich pre-raggen können. Na gut, aber er scheint irgendwie damit haushalten zu können, ne, mit so ein bisschen Mana, was er da hat. Dann spielen wir vielleicht mal einen Ticken defensiver. Oh ja, gut, wir spielen defensiver und lunzen uns voll weg hier, indem wir in ein Ding reingehen, ne? So macht man das, Leute. Volle Lotze in den Shit rein. Habe ich jetzt noch irgendwas, was ich ziehe? Ich kann eine Vault. Na gut, das wollen wir jetzt nicht haben. Ich habe auch die ganze Zeit halt die Stacks. Ah, und so das weg. Ich habe noch eine Wall. Okay, passt. So, was hat endlich funktioniert? Hast du die Bärengestalt umgeschalten, oder? Das haben wir geschafft, war zumindest Double Chest. Und was haben wir gekriegt? Ein Trinket mit Sockel, wo wir Versa aktivieren können. Das kann vielleicht irgendwo sinnig sein. Da muss ich mal gucken. Das kann ich tatsächlich vielleicht brauchen. Okay. Gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist nämlich auf jeden Fall besser als das eine andere, was ich hab. On use. Mit Sockel? Ja, das können wir auf jeden Fall irgendwo bestimmt mal benutzen. Okay. Dann porten wir uns hier einmal raus aus dem Laden. Und für den Run war es das jetzt erstmal.